Oscar-Preisträger Spencer Tracy in seiner letzten Rolle. Oscar-Preisträger Sidney Poitier. Oscar-Preisträgerin Katharine Hepburn und erstmals Katharine Houghton. Drei Weltstars und eine hochbegabte Neuentdeckung in einem zu Herzen gehenden Film, der eine Liebesgeschichte aus unseren Tagen erzählt. Du weißt ja noch gar nicht seinen Namen. Mami, er heißt John Wade Prentice. Ist das nicht ein hübscher Name? John Wade. Ich werde einmal Joanna Prentice heißen. Was ist eigentlich hier los? Ich liebe Ihre Tochter. Und ich würde alles tun, um sie glücklich zu machen. Und ihr dieses Glück auch zu bewahren. Aber ich bin der Meinung, ohne Ihr Einverständnis wäre eine Ehe sinnlos. Darum bitte ich Sie und Ihre Frau um eine möglichst klare Entscheidung, wie Sie sich dazu stellen. Ich schätze Ihren Standpunkt. Wenn er auch fast einem Ultimatum gleichkommt. Nicht ganz, Mr. Drayton. Sie brauchen nur zu sagen, goodbye. Ob er mit mir geschlafen hat? Ich nehme dir die Frage nicht übel, aber es war nichts zwischen uns. Er wollte nicht. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich jemals imstande wäre, dir das zu sagen. Wenn Joey sich gegen dich stellt, werde ich auf ihrer Seite stehen. Aber du hast kein Besitzrecht an mir. Du kannst mir nicht vorschreiben, wo und wann ich falsch liege oder mich zwingen, mich nach deinen Grundsätzen zu richten. Dad. Du bist mein Vater. Ich bin dein Sohn. Ich liebe dich. Aber du denkst und fühlst noch als Farbiger. Ich denke und fühle einfach als Mensch. That's the story of... That's the glory of...